Man muss jedes demokratische Mittel, und das ist für uns selbstredend, egal ob das Volksbegehren, Volksabstimmung, Volksbefragung ist, ob das eine Initiative einer Bürgergemeinschaft oder einer Bürgerin ist, die Unterschriften sammelt, man muss alle diese demokratischen Mittel anerkennen und ernst nehmen. Aber für uns war die Frage, ob der jetzige Zeitpunkt, wo es noch keine Detailpläne gibt, richtig ist, über einen Einzelteil, nämlich, ich reduziere es jetzt einmal darauf, sind Sie einverstanden, so war die Formulierung in der Stadtvertretung, mit der Bergola am Platz des jetzigen Blumenmolos, ja und nein. Das als Aussage über eine gesamte Studie des Hafens erschien uns einfach zu wenig über ein so großes Projekt. Wir wollten detailliertere Angaben und deshalb haben wir uns nicht, weil wir die Meinung des Volkes und der Bevölkerung nicht ernst nehmen, deshalb haben wir uns gemeinsam gegen diese Volksbefragung ausgesprochen und dafür, dass dieser zweite Schritt der Bürgerbeteiligung gemacht wird, der aus unserer Sicht einfach tiefer geht. Und ich glaube, wir haben in keiner Art und Weise die Position der SPÖ oder anderer kritisiert, dass sie sich für eine Volksbefragung stark gemacht haben. Wir laden sie auch ein, mitzutun, um wirklich hier etwas voranzubringen. Aber es stört uns massiv, dass nachher in populistischer Art und Weise mit Inseraten gegen diese Entscheidung, die wir getroffen haben, Stimmung gemacht wird, mit Zahlen, die zum Teil nicht stimmen oder dass man einfach unterschlägt, dass es im ersten Verfahren bei dieser Bürgerbeteiligung fast 3000 Rückmeldungen gegeben hat. Also ich bitte schon anzumerken, dass das nicht ein darüber hinweggehen über die Meinung der Bevölkerung ist, sondern wir wollen die Tiefe der Meinung der Bevölkerung haben. Wir wollen sie im Detail und nicht als einzelne Aussage. Wir wollen sie ernst nehmen und denke schon, dass das typischer Populismus der SPÖ ist, wenn man dann hergeht und sagt, naja, das ist typisch, man nimmt die Bevölkerung nicht ernst, es ist alles entschieden, es ist von oben herab, man habe nichts dazugelernt.